das ist geil. Ja, absolut. Dass wir noch in der 90. so ein geiles Tor machen. Ja, ich glaube, jeder hat dran geglaubt, nach so einer geilen Leistung. Erste Halbzeit war absolut ausgeglichen. Und nach dem Tor von uns sind wir super weiter ins Spiel gekommen. Meiner Meinung nach haben wir es zu dem Zeitpunkt auch klar dominiert. Dass man dann ein bisschen den Faden verliert nach dem 1-1, ist ein bisschen schade, aber umso geiler, dass wir dann nochmal zurückkommen und es 2-1 mit dem Endschluss eigentlich machen. Es war ja ein verrücktes Spiel in der ersten Halbzeit, relativ ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten. Ihr in der zweiten Halbzeit mit dem klaren Chancen plus ein Feuerwerk. Dann machen die das Ding mit dem Elfmeter. Und dann, als die Elversberger endlich mal ein bisschen aufgemacht haben, gekommen sind, haut ihr das Ding rein. Ja, das ist absolut, wie schon gesagt, ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, jeder hat bis zur letzten Sekunde dran geglaubt. Und deswegen ist es umso geiler, mit den Fans jetzt im Rücken dann noch den 2-1-Siegtreffer zu schießen. Unglaublich. Viel Spaß noch. Jason Breitenbach, du hast das Grinsen im Gesicht. Erzähl mal, wie geht's dir? Unbeschreibliches Gefühl. Wir haben hier ein gutes Spiel gemacht, unglücklich einen Elfmeter bekommen, aber bis zum Ende weitergekämpft und dann auch verdient, glaube ich, dann in letzter Minute das Tor geschossen. Ja, und ihr habt gefeitet, die Fans haben gefeitet in der brütenden Hitze. War einfach klasse mit den Fans im Rücken. So kann man einfach nur Spiele gewinnen und es war einfach nur unfassbar. Weil du kennst es ja von der Jugend auf, schon in Offenbach zu spielen. Aber jetzt bist du so richtig angekommen. Ja, jetzt bin ich angekommen. Wie gesagt, ich kann es schon, stand früher im Block. Jetzt feuern sie mich an, ist einfach nur Gänsehaut. Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Gucken jetzt erstmal, analysieren das Spiel und dann nächste Woche gegen Ulm hauen wir wieder alles raus, wie davor auch. So, Ramay ist jetzt bei uns. Oder, das war doch was? Ja, sein T-Shirt ist ein bisschen eng geraten, aber na gut, ist dann mal so. Kein Problem, denn ich denke, das war doch heute ein richtiger Partytag. Ja, ich glaube, das war gerade für jeden UFC-Fan ein richtig geiler Tag, ein richtig geiles Spiel. Und 90 plus machen wir das Tor. Das ist eine geile Geschichte. Und die Stimmung von außen, die hat auch ein bisschen beflügelt. Das war ein Heimspiel heute, glaube ich. Also das ist ja Wahnsinn. Das, was wir als Spieler auf dem Platz mitbekommen haben, ist phänomenal. Vor dem Spiel hätte man fast gesagt, ja, so ein Unentschieden wäre geil. Aber dann, als ihr so geil im Spiel wart, da wollten wir mehr. Und ihr auch. Naja, ich glaube, wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Dafür wissen wir um unsere Qualität. Natürlich, Elversberg ist auch ein brutal starkes Team. Das hat man auch gesehen. Jede kleine Aktion kann die Mannschaft zurückholen. Aber ich glaube, wir haben heute umso mehr unsere Qualität und auch vor allem unsere Mentalität unter Beweis gestellt, dass wir immer weitergehen können. Ja? So, Tonai Dennis, da verlierst du das Grinsen nicht. Ja, natürlich. Also nach so einem Spiel dann noch so einen Last-Minute-Treffer zu erzielen, also da fehlen einem wirklich die Worte. Also meine Stimme ist auch schon weg, mit den Fans dann noch am Ende gefeiert. Also es ist sensationell. Wir sind überglücklich und ja, genießen jetzt die Heimfahrt. Aber Hand aufs Herz, als dann ganz am Ende die Elversberger ja endlich auch mal aufgemacht haben, richtig vorne nach vorne gespielt haben, da wären wir doch schon fast mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Ihr aber nicht. Ja, natürlich. Also wir haben versucht, natürlich den Dreier hier einzufahren. War ganz wichtig. Damit sind wir auch natürlich mit der Einstellung hergekommen. Und ja, dass es am Ende geklappt hat, umso glücklicher für uns. Aber es war natürlich nur ein Spiel jetzt von vielen, wo wir die 3 Punkte geholt haben. Und wir wollen jetzt einfach weiter aufs nächste Spiel schauen und versuchen einfach da dann zu Hause auch wieder die nächsten 3 Punkte einzufahren. Und das ist ein gutes Stichwort. Dann kommt Ulm, auch eine Kante. Ja, natürlich. Also wenn man sieht, was Ulm auch in der letzten Saison geleistet hat, wird das, glaube ich, auch kein einfaches Spiel sein. Aber ich bin guter Dinge. Mit den Fans im Rücken, auch wie heute, hat man gesehen, dass sie uns wirklich nach vorne peitschen, dass es wirklich sehr hilft. Und ja, ich denke, dass wir uns gut vorbereiten werden jetzt die Woche auf Ulm. Und dann schauen wir mal. Thomas Sobotzek, du bist ja bekannt, dass du immer sehr, sehr sachlich bist. Aber jetzt darf man sich auch mal ein bisschen freuen. Ja, man kann sachlich sein und trotzdem sich freuen. Also es war natürlich so, dass auch mit mir die Emotionen durchgegangen sind. So eine Schlussphase, so ein Lucky Punch, muss man sagen, am Ende dann vor der eigenen Kurve. Das war schon geil. Also ich glaube, deshalb lieben wir alle den Fußball für solche Gänsehautmomente. Da war jetzt fast die Frage, weil das immer so ein bisschen hin und her ging. Der UFC natürlich in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Aber dann auf einmal haben die Elversberger doch ein Spiel gefunden. Hätte man dann zufrieden sein können mit dem Unentschieden? Unsere waren es nicht. Also im Nachhinein, glaube ich, wenn das Spiel 1-1 ausgegangen wäre, glaube ich, dann hätte jetzt keiner sagen können, wir hätten es klar gewinnen müssen. Das war schon ein Spiel auf Augenhöhe, mit leichten Vorteilen vielleicht für uns. Aber ich erinnere mich an eine Szene, an den Freistoß da jetzt kurz vor Schluss. Ich glaube auch in der 90. Minute, wenn sowas dann reinrutscht, kannst du auch mal 2-1 verlieren. Insofern, das liegt natürlich sehr eng beieinander alles. Wir sind sehr, sehr glücklich über diesen Start. Auch, dass wir gesehen haben, eben, dass wir gegen eine absolute Top-Mannschaft der Liga hier sehr, sehr gut mithalten können und auch durchaus auch nicht unverdient auch gewonnen haben. Ein Wort noch zu den Fans.
Ja, es war ein Heimspiel. Das ist jetzt, glaube ich, das, was uns hoffentlich auch bevorsteht für die ganze Saison, dass eigentlich jedes Spiel ein Heimspiel ist. Und das trägt natürlich die Mannschaft. Das hat die nochmal zum Ende in der schwierigen Phase, glaube ich, nochmal nach vorne gepusht. Und ja, es war einfach nur Ekstase danach. Ne? Gut. Dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem 1:2 der SV Elversberg zum Auftakt in der Regionalliga gegen Kickers Offenbach. 2092 Zuschauer haben das Spiel gesehen. Und ich begrüße auch nochmal die beiden Trainer, zu meiner Linken aus Offenbach, Sredo Ristic, und unseren Trainer Horst Steffen. Und die ersten Worte gehen natürlich wie immer an die Gäste. Ich darf Sie um Ihr Statement bitten. Hallo erstmal. Ja, im Vorfeld hat man über ein Spitzenspiel gesprochen. Ich glaube, das war heute eins. Das Spiel wurde geführt mit einer wahnsinnigen Intensität von der ersten bis zur letzten Minute. Ich glaube, dass man heute ein richtig gutes Regionalligaspiel gesehen hat, dass man in der ersten Halbzeit, ja, gleichwürdig, würde ich sagen, auch mit Torschancen auf beiden Seiten gespielt haben. Trotzdem, wir spielen hier auswärts gegen eine richtig gute Mannschaft und haben unsere Ideen, unseren Art Fußball zu spielen, versuchen permanent beizuhalten. Das ist, wie ich schon gesagt habe, in der ersten Halbzeit ganz gut gelungen. In der zweiten Halbzeit glaube ich, dass wir vielleicht sogar einen Tick besser klarkamen mit dem Wetter. Wir konnten das Tempo weiterhin gehen und ja, machen aus einer Umschaltsituation dann das 1-0. Aus meiner Sicht auch verdient, wobei ich sagen muss, hätte auch in eine andere Richtung gehen können. So waren wir die Glücklichere bis zum, weiß ich nicht, 60., 65. Minute und dann wollten wir die Mitte zumachen, wollten auf jeden Fall nichts mehr zulassen, aber das ist gegen so eine spielstarke Mannschaft, wie gesagt, über 90 Minuten nicht möglich und da kann es auch verdient, muss man sagen, auch 2-1. Ich glaube, dass man ja, als Trainer draußen für ein Auswärtsspiel auch dann irgendwann mal froh ist, dass man da zumindest einen Punkt nimmt und man hat das Gefühl gehabt, wenn, dann muss es ein Lucky Punch her, aber nochmal von beiden Seiten, also bevor wir ein Tor machen, kann der Elversberg genauso uns schießen. Von daher sind wir einfach nur glücklich, dass wir gewonnen haben. Ja, Horst, dir und deine Mannschaft wünsche ich weiter viel Erfolg. Ihr macht eine tolle Arbeit hier. Dankeschön. Ja, Horst, dann gebe ich das Wort an dich weiter. Was sagst du zum Spiel heute? Vielen Dank, Sredo, und Glückwunsch an dich und deine Truppe. Ja, das Spiel war so, dass ich in den ersten 20 Minuten das Gefühl hatte, ach ja, wir können ganz gut auch nach vorne kommen, kriegen unsere Lösungen hin, hatten dann aber ein paar Ballverluste zu viel und das war letztendlich dann auch durch das ganze Spiel über so. Das war gerade in der zweiten Halbzeit, wo es dann Möglichkeiten gab, auch ja, noch mehr Druck zu machen. Da haben wir viele Bälle weggespielt, die jetzt nicht unter Druck weggespielt waren. Ja, Kopfbälle, die wir anbringen können, spielen wir dann nicht gut genug zum Mitspielen. Spieler und so weiter. Deshalb muss man viel laufen, viel hinterherlaufen. Und was Sredo sagte, das Gefühl war da, dass Offenbach mit den Temperaturen und mit dem Tempo etwas besser klarkam als wir. Ja, dann machen wir es 1-1, ein guter Angriff, wo wir zielstrebig gewesen sind. Und dann war es eher eine Geschichte, wo es ja, hin und her gehen kann, wo beide das Tor erzielen können. Das war jederzeit möglich. Beide Mannschaften haben die Qualität, Angriffe zu Ende zu spielen. Dass wir dann ja, in der 95. das 2-1 bekommen, ist einfach bitter. Das ja, fühlt sich nicht gut an. Und dementsprechend müssen wir gucken, dass wir bis zur 95. demnächst in Führung liegen und nicht unentschieden spielen. Und wir haben noch was zu tun, was Genauigkeit anbelangt. Und das werden wir in der Zukunft jetzt auch wieder angehen. Und dann wünsche ich den Kickers auch eine gute Heimfahrt und alles Gute für die Saison. Danke dir. Dankeschön. Wenn es von euch noch Fragen gibt, dann bitte um ein kurzes Handzeichen. Wir haben noch ein Mikro hier. Das wird natürlich nach jeder Frage desinfiziert. Sredo, du hast gesagt, es wird darauf ankommen, oder das Ziel ist es, näher dran zu kommen an Elversberg. Ich vermute mal, die Stimmung bei euch zu sehen ist sehr gut momentan. Trotzdem mal ganz sachlich betrachtet, was hat dich heute am meisten gefreut? Dass die Mannschaft gegen einen spielstarken, schnellen Gegner körperlich gut dagegen gehalten hat, wie sie mit dem, sag ich mal, Rückschlag des 1-1 umgegangen ist oder wie sie dann sogar noch am Ende nachgesetzt hat. Du hast ja
den körperlichen Zustand der Mannschaft schon nach dem Homburg-Spiel als sehr erfreulich bezeichnet. Ja, grundsätzlich war ich mit vielen Sachen einverstanden heute. Also wir haben jetzt nochmal nicht gegen irgendeine Mannschaft gespielt. Man muss erstmal verteidigen über 90 Minuten gegen Elversberg. Das waren die ganz gut. Wir haben uns auch eben da fokussiert, das gut auszubalancieren im Spiel gegen den Ball und mit dem Ball. Damit war ich heute auch einverstanden. Wo wir auch ein bisschen Probleme hatten, ist jetzt etwas zu Ende zu spielen. Auch die Bälle vor das Tor, die wir gebracht haben, die gehen noch genauer. Ja, aber ja, für mich ist es einfach wichtig, dass wir wieder Schritt nach vorne gemacht haben, dass wir auch die Neuen ganz gut integriert haben, und so muss es einfach weitergehen. Wir sind noch nicht am Ende, genauso wie Elversberg. Das ist jetzt ein zweiter Spieltag und das ist eine lange Saison, aber es freut mich schon, zur aktuellen Zeitpunkt zu sagen, dass wir schon ein Stück weiter sind. Gibt es noch weitere Fragen bei Gustav? Herr Steffen, vergleichen Sie mal die beiden Niederlagen, Pokal aus Mainz und heute, was war schlimmer? Also Niederlagen fühlen sich meistens bescheuert an. Im Pokal kannst du nichts mehr retten, das ist klar. Dementsprechend fühlt sich das im Pokal doof an. Als Außenseiter so weit zu kommen, das war schon eine Leistung, die wir hätten bestätigen können. Und mit einem Sieg und einem Weiterkommen wäre es geil gewesen. Ein Auftaktspiel in der Liga zu verlieren, ist auch nicht toll. Und dann in der 95. So zu spielen, wir hätten bestimmt was mitnehmen können, wenn wir gesagt hätten, wir gehen aus dem Spiel mit einem Unentschieden raus und fahren nach Ulm. So müssen wir die bittere Pille schlucken, dass es eben kein Punkt ist. Ja, das ist beides bitter. Insofern würde ich... Kann ich gar nicht sagen, was jetzt schlimmer sich anfühlt oder nicht. Also beides ist schlimm. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und das in der Meisterschaft sowie im Pokal. Also ist beides gleich dämlich. Eros und Sinan, wie sieht es bei denen aus? Ja, Eros hatte ja schon vor dem Mainz-Spiel Probleme mit den Adduktoren. Das hat sich wieder dargestellt. Man konnte nicht weitermachen. Keine Ahnung, was es ist, wie es ist. Sinan ist auf die Schulter gefallen. Ob die raus war oder nicht raus war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er große Schmerzen. Müssen wir auch da abwarten, wie das in den nächsten Tagen aussieht. Montag gibt es eine Untersuchung und dann schauen wir mal. Haben Sie so kurz nach dem Spiel schon eine Erklärung für das auffällig fehlerhafte Spiel? Es ist immer schwierig, muss man ganz klar sagen, weil es einfach so einfache Situationen waren, die dann fehlerhaft waren, wo ich das Gefühl hatte, auch schon zu Beginn des Spiels nicht ganz so selbstbewusst, wie wir es auch gegen Mainz hatten. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir mit breiter Brust einfach in die Spiele gehen und sagen, egal wer kommt, wir machen das schon. Und das ist vielleicht ein Ansatz, wo wir noch ein bisschen dran arbeiten können. Zweite Halbzeit, wie gesagt, vielleicht ein bisschen Müdigkeit dazu, dass er dann etwas unkonzentriert bist und die Bälle nicht genau bringst, das ist ein Thema. Aber manchmal ist das so. Es gibt Spiele, wo ich sage, was machen wir für Fehler? Ja, und am nächsten Spieltag ist es ganz anders. Auf einmal läuft das Bällchen und wir kombinieren und spielen Doppelpässe und was weiß ich. Manchmal ist es müßig, nach einer Erklärung zu suchen. Ich werde mir meine Gedanken weiterhin machen, ist ja klar. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, noch einmal. Nochmal, Sreto, ich stelle gleich zwei Fragen, wenn es okay ist. Nochmal ein paar Worte zu Dejan Bosic. Letzte Woche eingewechselt, Siegtor gemacht, heute eingewechselt, Siegtor gemacht zum spätesten Zeitpunkt, der möglich war. Und dann noch, für dich war es ja im Endeffekt eine Premiere, das erste Spiel auch mal mit Fans auswärts dabei und dann gleich ja, so eine Stimmung bzw. so ein Anlass zu feiern. Da mussten sogar ein paar, glaube ich, mal vom Spielfeld zwischendurch runtergescheucht werden. Vielleicht zu den beiden Punkten noch mal kurzes Statement. Ja, zu den Fans, das ist natürlich, glaube ich, für beide Vereine schön gewesen, hier das zu erleben und für Spieler sowieso, für uns Trainer. Wir sind im Tunnel und versuchen Einfluss auf das Spiel zu nehmen, aber trotzdem kriegt man das mit. Das ist, glaube ich, Teil des Ganzen, deswegen machen wir das auch. Und es war erfreut,
muss man sagen. Zum Dejan, wir haben den Dejan geholt, ich habe schon mal das Vergnügen gehabt, mit ihm zu arbeiten, ich weiß, was er kann. Und das ist ein Torjäger, der eine Qualität besitzt und auch in 95. Minute Tore zu machen. Deswegen ist er bei uns und sind froh, dass gewisse Sachen aufgehen, aber das können wir natürlich nicht jedes Mal so beeinflussen. Aktuell genießen wir uns und freuen uns mit der. Fragen an die beiden? Sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich bei euch sehr fürs Kommen. Für uns geht es am Dienstag in Ulm weiter und dann am nächsten Samstag nochmal hier in der Ursafarm Arena gegen Rot-Weiß Koblenz. Bis dahin alles Gute, Ristic, gute Heimreise und wir sehen uns dann nochmal im Rückspiel. Danke.